So Leute, herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 2 mit euren Giga Tobi. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit die Story gefallen. Also ja, bis zum Ende, wo wir ihm halt gegen Blackbeard gewonnen gehabt haben. Aber es gibt ja noch dieses letzte Kapitel. Und den habe ich jetzt so gesehen, jetzt eine neue Route möglich, wo ich jetzt so gesehen die letzten Kapitel für euch spielen kann. Da ist dieser Typ, oh. この状況はかなりまずいよね。最強の黒刀と最強の剣術。これこそが無双の剣士ということだ。 Überzeuge Whitebeard. So, jetzt müssen wir ihn überzeugen. Also wir müssen ihn jetzt nicht besiegen, wie wir das sonst immer getan haben, Leute. Sondern wir müssen jetzt ihn wieder überzeugen, wieder gut zu werden, ohne ihn jetzt noch dabei noch eher zu töten. Wäre ja sonst voll so tragisch, Whitebeard zu töten. War ja schon irgendwie, ja, blöd. Wir dürfen ihn aber jetzt nicht töten. Weil wir jetzt diese neue Route haben. Weil sonst war das noch nicht möglich. So, und euch das jetzt zu erklären, wie das jetzt funktioniert, ist so folgendermaßen. Nachdem ihr die vierte Episode abgeschlossen habt, also sprich die ganze Story und so weiteres und auch gegen Blackbeard, ja, müsst ihr eben halt mit folgenden Charakteren, also spielen, egal welchen Rang und so weiteres. Ihr müsst also alle Strohhutmitglieder so gesehen in Freundes-Episoden spielen. Sprich, alle Strohhutmitglieder müsst ihr kämpfen da. Und dann noch zusätzlich Marco, Kusan, Hancock, Ace, Kuma, also Bartholomeus Bär, ja. Dann Mihawk, Falkenauge, Crocodile, Buggy, Garp, Magellan, Vista und Yusso. Ja, mit dem müsst ihr alle spielen und wenn ihr das gemacht habt, dann ist dann irgendwann demnächst hier Whitebeard verfügbar. Den müsst ihr auch nochmal freischalten als Partner. Also ihr, wenn ihr die alle besiegt habt, kriegt ihr sie immer so als Freunde, also als Mitglied immer. Und ja, wenn ihr den hier halt freigeschaltet habt, kommt so ein Text, bam, ihr habt jetzt die Möglichkeit, so gesehen eine weitere Route, so gesehen, eben halt abzuschließen, die noch nicht möglich war, um zum letzten Kapitel zu kommen, um euch das wahre Ende sonst zu zeigen. Ja, ich denke mal, ihr wisst jetzt Bescheid. Marco hat begonnen, Whitebeard zu überzeugen. Jetzt müssen die anderen auch noch kommen. Wir dürfen die ganze Zeit jetzt nichts machen. So, jetzt schon mal aufgehört mit seinem Erdbebenangriff. So, Leute, dann haut mal rein hier. Ohne Whitebeard zu töten. Gut, jetzt fehlt auch der letzte. Na los, der letzte fehlt. Ah. Der hängt doch irgendwo fest oder so. Ja, Ruffy. Da fehlt auch noch unser verrückter Gummimensch. Na los, komm schon, Ruffy. Geh zu Whitebeard. Ah, hier sind kommen auch noch diese blöden Zombie. Ich hab das jetzt mit Falkenauge gemacht, weil er geht einfach tierisch ab. Ja, dann müsst ihr eben halt die, also Kapitel 4, Episode 2 nochmal spielen. Also das hier. Aber ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden mit den Freundes.
Man braucht einfach nur googeln und dann findet man das auch schon. Rätselslösung. So, jetzt fängt Ruffy auch noch an. Ah. So, jetzt haben wir es abgeschlossen. Wir haben Whitebeard jetzt überzeugt und jetzt sehen wir was anderes, Leute. Jetzt ist es anders. Er hat es selber geschafft, dagegen anzukämpfen. Jawohl. So. Jo, jetzt verhält sich die ganze Situation ganz anders, wie euch das wohl aufgefallen ist. Oh yeah. Ich kann es nicht glauben, oh mein Gott. Okay, es geht jetzt schon allmählich los. Machen wir kurz einen Prozess mit Teach. Kommen wir auch wieder Aikainu, weißt du? Besiege Teach und seine Begleiter. Auf der Stelle werden wir ihn jetzt hier besiegen, damit das jetzt nicht so passiert, wie das jetzt in den Episode meine ich. Weil Kapitel sind ja 4. Da ist er eigentlich mit seiner Finsterfrucht. Schon auf jeden Fall eine starke Fähigkeit, die Leute in der ewigen Finsternis. Ach, er ist auch schon echt übertrieben eigentlich. Das Treach. Teach. Der böse Sack hier. Die Wurzeln allen Übels. So. Müssen wir noch den anderen erwischen. Das müsste denn Moria sein. Ja, da hinten ist ja Moria. Mann, mach doch mal Platz hier, kleinen Fische. Nee, jetzt Moria erwischen hier. So. Da oben ist ja Enel. Da müsste jetzt Enel sein. Dieser verrückte Donnergott halt, ne? So, wir müssen uns jetzt beeilen nach oben. So. Jetzt gibt's auf die Mütze, mein Freund. Okay, er wollte es ja nicht anders.
So. Und da ist noch Kizaru. Um den werden wir uns jetzt auch mal kümmern. Der mit der Funkelfrucht. Oh. Der mit seinen komischen Laserkicks hier andauert, ne? Immer dieses Geräusch, was er macht. So. Wie hartnäckig. So, jetzt kommen wir dahin, da auch noch ein Ende zu machen. Und taucht Moria ja schon wieder auf. Moria gibt auch wirklich keine Ruhe, dieser Typ, oder? Der gibt wirklich keine Ruhe. Genauso wie diese Marine-Leute, die geben auch wirklich keine Ruhe. Die sind alles so kleine Nervbolzen hier. Und finde Moria. So eine starke Bedrohung scheint er ja nicht wirklich zu sein, oder? So, mein Freund. Oh, Mihawk hat ein Kaido besiegt. Wir begeben uns jetzt nach unten und suchen Moria. Nimm mal. Achso, feindliches Territorium. Wir müssen jetzt alle hier gelben einnehmen. 4 Stück mindestens. Oh, da ist eine Goldmünze gewesen. So. So, wenn wir das hinter uns haben, werden wir diese, ja, letzten Kapitel nochmal spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder LP oder so machen tut oder so. Ich werde es auf jeden Fall euch das zeigen. Also, ich habe euch das auch so gesehen auch schon erklärt. Unten seht ihr in der Videobeschreibung, wie ihr das machen müsst nochmal. Also, sprich, also, die Aufforderung. Sprich, alle Strohhutbanden. Dann noch die einzelnen Charaktere. Wenn ihr die alle noch einmal gespielt habt, dann zum Schluss nochmal Whitebeard als Freund habt. Und dann habt ihr, glaube ich, dann genug gesammelt, um eben halt ja, das letzte Kapitel zu spielen. So. So, das hätten wir ja schon mal eingenommen. Dann begeben wir uns wohl zum nächsten. Da unten. So Leute, ihr kriegt jetzt auch schön auf die Mütze. Da dürstet Mihawk Falkenauge seine Klinge. So. Ihr habt keine Chance gegen mein Kreuzschwert. Eure Vernichtung ist vorbestimmt. Huah. Allein schon wieder selber in der Luft die ganzen Klingen da rumschleudert, ne? Also er haut mit seiner Klinge zu und verursacht damit so einen Klingensturm mit einer Klinge nur, also das ist einfach hammerhart. Und dann fliegt er selber noch so die Klinge rum, während er was wieder was anderes macht. Der ist schon echt krasser Typ. Finde ich eigentlich auch schon sehr sehr cool als Schwertkämpfer. Und Strohhut ist natürlich Zorro sowieso echt nice. Ich bin mal gespannt, wie der den eigentlich überhaupt fertig macht, also Mihawk. Ich habe ein Fanart, oder ich weiß nicht, gesehen, dass das Zorro hat doch hier nur noch ein Auge. Und also den Auge, also wo der jetzt kein Auge mehr hat, also wo die Narbe ist, da hat er irgendwann, wo der denn, glaube ich, dann vielleicht Mihawk besiegt, dass das, das linke Auge. Ich muss meine Totenarmee einsetzen. Wahre Form ist erschienen, super. Das wird auch jetzt sein Ende sein. Aber ich verstehe nicht, wo Moria immer so hartnäckig ist. Ne? Der ist ja sonst immer so am Ende richtig nervig.
die ganze Zeit. So, ich fand jetzt in diesem Teil ihn eher ätzender. So. Ich hoffe, jetzt gebe ich mal den Gnadenstoß. Diesen komischen Zombie-Typen. Mit seiner Schreckensfrucht da. So gruselig bist du gar nicht. Du bist kein so ein großer Samurai mehr, den du einmal warst. Seine Zeit ist schon längst abgelaufen. So. コントロールダイヤルを最大出力にしてやる。 Jetzt übertreibt er das irgendwie auch. Wie die immer so cool noch da hinlaufen. Haha. Manjo. Tja. Und so geht es dann zum letzten Kapitel dann. Sprich ganz anders wie es sonst war, ne? Ah, Love.追いかけようにも、もう消えちまってる。お前も体力の限界をとうに超えてるはずだ。お前らに任せておけば、ことは片付くと思っていたが、そう簡単にはいかねえらしい。赤犬とキザルが消えちまった以上、奴らが敵に回る可能性もある。そうなりゃ、もう海軍の兵力は当てにならねえ。おっさん、 もう大丈夫なのか？厄介かけたな、小僧。俺も麦わら白ひげ連合に入れてもらおう。少しは役に立てる。おうや、コム、コム、そう、クール。味方は多い方がいい。だが勘違いはするな。俺がお前らに協力する理由は黒ひげを最強の座から引きずり下ろすためだ。それが済めばお前らとは敵だ。 ワンピースは俺がいただく。威勢がいいじゃねえか。それで十分だ。トラオ、よろしく頼む。今はとにかく黒ひげを探さねえとな。次こそは絶対に逃がさねえ。そう。 Level 44 schon. Du kannst jetzt als Whitebeard spielen. Du kannst jetzt als Love spielen. Love. Love. Jetzt haben wir eigentlich diesen übelst krassen Typen mit diesem langen Samurai-Schwert. Love. Und der hat richtig was drauf. Der ist schon echt krass. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Kapitel, Leute.
Wir wären dann sonst im letzten. Das letzte Kapitel. Ich weiß ja, ob ich jetzt beide Episoden dann auf ein Video machen werde. Mal sehen. Hier seht ihr auf jeden Fall einen krassen, starken Levelunterschied, ne? Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh yeah.